Am 15. März fand im Astor Grand Cinema in Hannover die Preisverleihung des dritten inklusiven niedersächsischen Kurzfilmwettbewerbs ganz schön anders statt. Eine Jury um die Bloggerin und Fernsehmoderatorin Ninia Lagrande wählte die 10 besten Filme aus. Insgesamt wurden 89 Filme von Schülern aus Förder- und Regelschulen eingereicht. Das Thema war Mut. Ich bin halt behindert, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Unter ihnen auch eine Schülergruppe des Gymnasiums Salzgitter-Bad mit ihrem Zeichentrickfilm Freak. Irgendwo wird immer jemand ausgegrenzt. Nicht selten sind Äußerlichkeiten daran schuld. Kleinwüchsigkeit, Übergewicht, Pickel. Ich habe Ichthyose. Man nennt sie auch Fischschuppenkrankheit. Seht mal, Leute, das ist die, von der ich euch erzählt habe. Kara, das Fischmädchen? Na, du Monster. Was willst du? Aha, schön, dass du fragst. Zeig mir dein schönstes Fischgesicht. Lass ihn in Ruhe. Man kann dich nicht mehr für ein paar Minuten alleine lassen. Danke, Thilo. Was hat Herr Solbach denn von dir gewollt? Nun, du weißt ja, die Sängerin unserer Schulband liegt wegen diesem Scheinwerferunfall im Krankenhaus. Mhm. Und du sollst auf der Schulveranstaltung für sie einspringen. Alles in Ordnung? Kara! Ich weiß nicht, ob ich das kann, Iguana. Singen vor so vielen Menschen. Alle werden mich anstarren. Was soll ich überhaupt anziehen? Gute Wahl. Aber was, wenn ich heiser werde? Sie werden mich eh auslachen. Du hast recht. Ich schaffe das. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Oh doch, du schaffst das. Wir stehen schließlich alle hinter dir. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du die angefasst hast. Und nun kommen wir zum Auftritt unserer Schulband The Freaks. Ich wette um 10 Euro, dass der Auftritt total in die Hose geht. Ist gebombt. Das mit der Ichthyose, das haben wir halt eingebaut, um den Film interessanter zu gestalten. Und für alle, die es noch nicht wissen, die Krankheit, die gibt es wirklich. Und ja, die Idee hatte ich halt von zum Beispiel Akte X und Batman-Filmen, wo die Krankheit auch schon eine Rolle spielte. Jeder verstand unter dem Thema Mut etwas anderes. Und somit entstanden sehr kreative Beiträge, nicht nur über Krankheiten, sondern zum Beispiel auch über eine Bloggerin mit Kopftuch oder wie man seine Angst vor Spinnen besiegt. Aber ich bin doch kein Feigling. Es war klar, die Spinnen hatten viel mehr Angst als ich. Nach und nach wurden alle Filme vorgestellt und die Zuschauer warteten gespannt auf die Bekanntgabe der Gewinner. Am Ende gewann die Caroline Herschel Realschule aus Garbsen mit ihrem Musikvideo in buntem Licht. Lass uns mit Augen zu auf höchste Berge steigen, dass wir alles schaffen,
wollen wir uns selber zeigen. Lass uns mit dem Kopf voran ins kalte Wasser springen. Uns vor die Menge stellen, aus dieser Seele singen. Lass uns nicht wegschauen, wo Probleme entstehen. Sie werden nur wachsen, wenn wir weitergehen. Aber auch das Gymnasium Salzgitter-Bad ging nicht leer aus. Sie gewann den Preis für den besten Trickfilm. Bei diesem Wettbewerb waren am Ende alle Gewinner. Denn die Schüler haben ein Zeichen gesetzt für Inklusion und gegen Ausgrenzung.